Hallo und willkommen zurück zu Operencia und wir werden hier weiter uns bei diesem seltsamen Weltenbaum umsehen. Jedenfalls ein sehr interessanter Einfall, also so eine Welt zu gestalten. Also das hat schon was. Und das hier sieht auch einfach ziemlich cool aus. So, da mussten wir wieder hoch. Das sieht halt so aus, als wenn da noch was hinter wäre. Aber... Dann gehen wir hier wieder hoch. Dann war das hier mit dem Feuer, was man aber nicht löschen konnte, weil da gar nichts an Tooltips ist. Schaufeln können wir da auch nicht. Hier haben wir das auch nicht zur Auswahl. Also gehen wir erstmal den anderen Weg entlang. Those Dragonkin are responsible for the source of the smoke. Aha. Dann ist das Feuer wahrscheinlich hier unten. Drachenschamane! Okay. Dann machen wir erstmal den Herrn hier. Dann können wir hier eigentlich auch direkt Mana gebrauchen. Machen wir das. Ach, da. Hat gar nicht so viel. Dann machen wir mal den. Nehmen wir das. Fujum. Das Gefühl, dass der Sound ein bisschen lauter ist. Nehmen wir den. Der hat getauntet. Wunderbar. Schön zurück angegriffen. Dann müssen wir jetzt aber auch eine Heilung raushauen. Machen wir. Das ist eigentlich jetzt noch unnütz. Wir können einfach mal jeden angreifen. Boah. Ja, machen wir den. Verstanden, naja. Und dann schnetzeln wir mal. Sauber. Und ja, lädt sich wieder auf. Ja, komm, machen wir das auch noch. Bump, bump. Tanken. Und jetzt haben wir hier wieder das Problem. Oh, der geht passt genau. Machen wir den kaputt und dann laden wir uns da dran aber noch auf, wenn da... Ne, das geht ja auch nicht mehr, weil wir da sowieso schon... Ich werde auf jeden Fall hier nichts mehr verwenden. Ja. Knochenzauberstab. 50 Intelligenz.
Früher der sechste Finger eines Taltosch, der vor Hunderten von Jahren starb. Mhm. Das ist aber eine... Ist das eine Fernkampfwaffe? Ne, ist eine Nahkampfwaffe. Lebensraub. 5 bis 9. Das hat schon was. Intelligenz sind wir aber auch weit von entfernt. Ich meine, der sagt hier überall, dass das schlechter wäre. Aber... Und der hier hat so ein kleines Problem mit Schaden kassieren. Der kriegt immer zu viel Silber drauf. Wie sieht's denn hier aus? Wie viel hatte ich denen denn aktuell so gegeben? Intelligenz 34. Okay, bei 50, da sind sie alle weit entfernt. Es sei denn, ich würde die massiv umbauen. Ich meine, wir könnten da 10 rüberschieben, das ist nicht das Problem. Aber viel mehr würde ich dann da auch nicht rüberschieben wollen. Also dann lassen wir das mal. Es sei denn, da kommt noch irgendein anderes Ding, was so stark in. Should have just enough water in the mushroom head to extinguish the blaze. Ja. Ja, genau, stinkender Stiefel. Da hat Fritz angeraten, den doch mal zum Füttern zu geben im dunklen Wald. Das werde ich auch noch machen. Glühwürmchen haben wir auch noch. Keine Ahnung wofür, aber das kommt bestimmt noch. I do enjoy that sound. Mhm, jetzt kommen wir da oben weiter. Das ist dem. Oh, da ist noch. Kann man die einsammeln? Das werde ich auch machen, nochmal zu diesem Schlund zurück. Auch wenn ich jetzt... Also ich habe gesehen, da gibt's Achievements, aber ich weiß halt nicht, wie man die da triggert. Das könnte gut möglich, dass das was dafür ist. Aber da werde ich halt dann zurück, wenn wir hier wieder auch nochmal rasten können. Oh, das noch wieder... Okay. Da geht's wieder runter. Ich guck mich hier aber erst nochmal weiter um. Okay, da scheint jetzt nichts weiter zu sein. Oder habe ich was übersehen? Ich hoffe, dass ich keine von diesen Glühwürmchen irgendwo übersehen habe. Da hinten sind schon die nächsten Fiesen. Oh, und da sind auch noch welche. Greif doch nicht den an. Okay, wir holen uns den. Ja, und damit ist der abgeraucht. Okay. Das war nicht so gut. Pudum. Da müssen wir erstmal wieder sammeln. Da machen wir einen Heal drauf. Ich meine, ich könnte hiermit wieder aufkratzen, aber das mache ich mal gerade nicht. Da warten wir einmal ab.
jetzt. Wir könnten hier heilen. Wir könnten auch ein Schild machen. Im Moment haben wir sowieso den Elementar. Dann greifen wir hier einfach mal an. Ja, wartet. Und der zerhackt den. Wir können auch einfach alle wieder angreifen. Ja. Nett. Okay, jetzt können wir die Heilung. Na, können wir eigentlich immer noch nicht gebrauchen. Nehmen wir den. Die sind aber auch so halt kein Problem. Machen wir den. Oh, Gegenschlag. Gegenschlag! Ja, haben wir jetzt die Heilung. Das war nichts. Alter Schatten, dann müsste halt wieder das. Seinen Taunt anmachen. Ne, hat er. Also ich sag mal Schatten, das ist halt hier so ein Skelett-Dingen. Für den macht er wahrscheinlich sogar zu viel Schaden. Greif mal den an. War nicht ganz optimal. Machen wir nochmal den. Ne. Oh oh. Der wohl war wohl weg. Na, der muss jetzt erstmal weg. Ja. Und dann können wir wieder ein bisschen Mana sammeln. Ja. Wumwudubum. Betäubt, schön. Ja. Ich habe natürlich hier noch diese ganzen Fähigkeiten, aber Your death was meaningless. Noch lebt sie. Ja, laden wir trotzdem hier jetzt weiter auf. Ja. Da kam der nächste. Dann muss ich nochmal zurück. Um zu speichern. Noch nicht mal um um zu rasten. Ich glaube, rasten ist noch nicht nötig, weil wir genug Krams haben. Wir können den jetzt einmal machen.
Dann verwenden wir den. Ja, benutzen wir den nochmal, glaube ich. Ja. Und dann haben wir den und den machen wir da. Und dann sind wir wieder ganz gut aufgestellt. Sollte das nicht 100% bringen? Ne, 85%. Okay. Ja, mit den Rast-Optionen haben sie sich hier etwas bedeckt gehalten. Jetzt muss ich mal gucken, wo wir das hinspeichern. Dahin. So. Haben wir hier eigentlich noch was Neues? Nee. Falsch. Hier war auch sonst nichts, oder? Nein. Zurück. Und wieder runter. So, und dann machen wir einen Hinterhalt. Okay, es war wieder dieselbe Gruppe quasi. Mhm. Dann nehmen wir den. Dann machen wir einmal direkt. So. Wow, okay. Energie 25%. Ja, mach mal beim nächsten Mal vielleicht. Entferne seinen Spottstatus. Ja, das müssen wir eigentlich jetzt nicht. Können wir. Ich mache einfach mal den. Der klingt gut. Prozent. Naja, die Chance ist zwar eigentlich gut, aber in der Praxis. Okay, dann machen wir Energie aufladen und überall Schaden drauf. Dann machen wir einfach überall Schaden drauf. Spritz, Spratz, Sprutz. Nochmal überall Schaden drauf. Naja gut, der war halt nicht vorne. Er hat deshalb auch weniger Schaden bekommen. Ja, hauen wir. Achso, das geht jetzt nicht. Naja, hauen wir normal drauf.
Das hier kann auch mal ganz ein bisschen aufladen. Oh, die haben den schlafen gelegt. Interessant. Mhm. Der macht am meisten Schaden vorne, aber das braucht er eigentlich gar nicht. Mach mal den. Das ist natürlich auch böse für Mana. Hier ist eigentlich auch noch unnütz. Plus Waffenschaden, der geht überall hin. Der ist schon auch ziemlich hart. Mhm. Ja, die sind wieder mit dem Skelett beschäftigt. Na. Machen wir nochmal einen Heal. Machen wir den zuerst weg. Aber eigentlich kann mir halt hier jetzt nichts mehr passieren, außer dass der vielleicht noch drauf geht. Fehlen. That's all for that one. Ja. Naja, da kann jetzt nichts mehr passieren. Nochmal eine Runde aufladen. Ja. Do not test the Talfush. Stiefel mit Reißzähnen. Blitzresistenz und Schadensreflexion. Die sehen ziemlich gut aus. Und 4%. Ja, die sind ordentlich. Schadensreflexion 5%. Ich glaube, die verwende ich hier. Und dann kann der... Moment, was hatte der denn vorher an? Edle Lederstiefel, die kann der nicht tragen. Das ist ja doof. Ja. Kann auch nicht tragen. Dann halt nicht. Naja, aber das machen wir dann gerade anders. 30 Agilität. Ach, der hat 11 Agilität. Das ist ja nix. Will ich das aber eigentlich jetzt auch nicht umbauen. Der soll die aber behalten.
Was hatte denn das für Voraussetzungen? Aber der kann die auch nicht tragen. Ah, gut, dann müssen wir das anders machen. Dann kriegt der die halt. Na gut. Aber die würde ich eigentlich gerne an den geben, damit der noch mehr Schadensreflexion bekommt. Da ist auf der Karte irgendwas eingezeichnet. Ah, hier. Licht. Aha. We'll need to find a way to climb past the vines blocking the exit. Somewhere Alpha is having a hearty laugh. Mhm. Das sah gerade so aus, als wenn hier auch noch was wäre. Da sind aber zwei Stellen. Da, ah, okay, ja. It's as though the tree itself is testing us with these exits closed by vines. So, wir haben genau alle eingesammelt. Und wenn wir den jetzt wieder da reinlegen. Immerhin werden die alle auf der Karte angezeigt. Und auch deren Status. Jetzt hoffe ich mal, dass wir genug haben. Ja, also kompliziert war natürlich anders. Dann gehen wir erstmal hier raus. Aha, Geheimnis gefunden. Na gut, machen wir erstmal einen Stufenaufstieg. Ja, da wollte ich zu dem hin. Und dann nehmen wir... Wir könnten natürlich hier auch den... Horns mal holen. Aber bisher hatte ich noch nicht wirklich das Gefühl, dass ich den wirklich brauche. Außer, dass der natürlich effizienter ist, wenn man den Taunt hat. Aber es ist jetzt nicht so, als ich mir gedacht hätte, wenn der jetzt bloß nur die Agro ziehen könnte. Packen wir die Punkte hier wieder drauf. Und der eine bringt hier mehr. Oder wir könnten das auch auf Int setzen. Um mehr kritischen Schaden zu machen. Aber da wollte ich eigentlich die anderen Werte auch mit erhöhen. Deshalb setze ich die mal. Mache ich das mal so. Oder komm, machen wir das so. Und dann setzt man die drei beim nächsten Mal wieder anders. So, und dann haben wir. Waren da nicht zwei gestiegen? Er war danach, als wenn da zwei gestiegen sind. Ach so, ja klar, aber der ist nicht in meiner Gruppe gewesen, in meiner aktiven. Und da sind Kisten. Seidentuch und Krummsäbel. Gerades Schwert und Seiden... Okay, das ist ja mal fette Beute hier. Handschuhe. Die sind also für die letzten beiden interessant. Weisheit und Intelligenz.
Und der hat Vitalität. Ja, Schadensreflexion. Na, dann tauschen wir die aus. Oder wären die jetzt noch besser hier, tatsächlich? Also zumindest von den Werten her. Vitalität oder Schadensreflexion? Vitalität ist halt verhältnismäßig schwach, aber die haben das ja auch schwach bewertet, glaube ich. Ja, wie sieht's hier aus? Der hat... Wenn der natürlich eine komplette Rüstung mit Schadensreflexion machen könnte, wäre das auch nicht verkehrt. Aber das lasse ich jetzt mal so. Okay, nächster Gegenstand. Ein gerades Schwert. Das hört sich ja spektakulär an, das braucht auch niemand. Ein Krummsäbel. Das kann Mersey brauchen. Und das Messer austauschen. Kritischer Schaden und Stärke. Der macht 4 bis 9. Hat bloß höhere Werte. Klingt aber jetzt insgesamt nicht so toll. Also wenn der von vornherein immer 3 bis 15 macht, da sehe ich jetzt nicht, wieso der überhaupt mit den Werten besser ist. Ja, weil der Crit sich natürlich auch auf den Fähigkeiten-Schaden bezieht. Aber mit Fähigkeiten macht der kaum Schaden, der Charakter. Bei dem ist das Messer eigentlich sogar besser. Man könnte natürlich auch drüber nachdenken, dem hier wieder 2 Waffen zu geben. Also er hat jetzt hier dieses Großschwert. Nehmen wir einfach mal den Krummsäbel. Und das, ja okay, das macht nicht genug. Das würde den Stun aber wieder entfernen. Vier bis neun. Drei bis 12. Ja, das können wir austauschen. Auch wenn das da jetzt auch keine wahnsinnige Verbesserung war. Dann haben wir noch ein Seidentuch. Ja, mit Resistenzen. Die sind mir wieder ziemlich egal. Brauchen wir nicht. Da kann man nicht drüber. Okay, dann können wir wohl nur wieder zurück in unser Loch springen. Kann ich die jetzt wieder alle mitnehmen? Dann sacken wir die jetzt einfach wieder ein. Ja, bleibt in meiner Tasche. Vielleicht braucht man die später noch, wahrscheinlich nicht, aber man weiß ja nie. Ach, das kann man von beiden Seiten sehen. So, haben wir alle. Und da können wir ruhen. Pardon my ignorance, Compo, and please do not take this personally, but why do we actually need you to ascend the world tree? A fine question, young one. I do not know that you would appreciate the answer, however.
Try me. To be honest, you just do. You're not selling me on why we actually need you with us, Antlers. Without my blessing, you simply could not make it through. I can state it no more plainly. Can anyone else from Operencia venture into the land of the gods? A griffin? A Garabontiash wizard, perhaps? But only if highly skilled. That is all. Not even a dragon can. And what about the underworld? Could you go there if you wanted to? Why would I want to? But yes, I could. Anyone can. Except for the gods. You're starting to lose me. This is all getting very convoluted. We need him, Yoshka. That's all you need to know. You'll want to see what has just arrived. Wollen wir das? Na dann. I see what you're looking at. Go ahead. Buy it. Buy it, buy it. Auf jeden Fall kaufen wir den Trank. Kleineres Buch der Flammen, naja. Hunnensäbel. Ne, danke. Zauberstab. Heilungsbonus. Benötigt 35 Intelligenz. Okay. Das heißt, wir haben einen neuen Trank. Okay, du solltest das Blütenblatt irgendwo vor der Wurzel, aber nach dem Pilz einbringen. Die Pflanze, die nach dem Feldblütenblatt benötigt wird, hat heilende Eigenschaften und stammt aus der... Okay. Du solltest... Mach mal erstmal... Du solltest das Blütenblatt irgendwo vor der Wurzel... aber nach dem Pilz. Da können jetzt theoretisch immer noch alle falsch sein. Der zweite Bestandteil ist eine giftige Waldpflanze. Zweite ist giftig aus dem Wald. Das ist schon mal fix. Die Pflanze, die nach dem Feldblütenblatt benötigt wird. Okay, also kommt hier ein Feldblütenblatt hin. Das ist richtig. Hat heilende Eigenschaften. Und stammt aus der Bergregion. Okay. Also der hier ist richtig und der ganze Kram ist auch fix. Verwende zuerst ein Sedativ, aber nicht ein Antibiotikum zum Schluss. Okay, dann passt das auch. Das Getreide, das du verwenden musst, ist nicht die erste Zutat, die in den Kessel kommt. Okay. Bumm. Was habe ich überhaupt gemacht? Entfernt alle Dot-Status. Mhm. Okay. Ja. Ah, und den haben wir. Neuer Tagebucheintrag und Nesei ist gestiegen. Campo, wer hätte gedacht, dass ein so seltsames Individuum, jemand, der stolz darauf ist, eins mit der Natur zu sein, ein so verheerender Kämpfer im Kampf sein könnte? Campo, deine Lebensentscheidungen verwirren mich noch mehr, als dein sechster Finger mich ekelt. Aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht froh bin, dich dabei zu haben. Von dem Moment an, als wir ihn fanden und eine Horde von Ratteur ganz allein in Balvanyosh bekämpften, hat Campo nichts als Mut und Kompetenz im Kampf bewiesen. Ich habe sogar gesehen, wie er sich in Tiere und Naturzustände zu verwandeln schien. Muss eine Art überzeugende Illusion sein. Er behauptet, die Wege der Taltosch unter einem der wenigen anderen studiert zu haben, die Operencia im letzten Jahrhundert durchquert haben. Ein Mann namens Gönchel. Ja, das ist der Taltosch, der während der Niederlage Thates neben König Attila gestanden haben soll. Was? Okay. Es ist so, wie ich es immer sage. Wenn du Verrücktes von einem verrückten Mentor lernen willst, kannst du genauso gut mit dem verrückten Mentor gehen. Der weiß, was er tut.
Aha. Ich verstehe nicht ganz, warum wir Campo für unsere Wanderung den Weltenbaum hinauf ins Land der Götter brauchen. Aber die Gefahren, denen wir ausgesetzt sind, sind viel größer, als ich sie vorher gesehen hatte. Ich nehme jede Hilfe, die wir bekommen können. Könnte das sein? Erwärme ich mich zu einem Taltosch? Der Mann hat ein Geweih auf dem Kopf. Was wird aus mir? Also, der hat eine Fähigkeit. Ne, hat er gar nicht. Wo haben wir das denn? Ah, Messe. Hier, Schadensbonus könnten wir einfach. Das hier war das ja. Trefferwertung. Schaden. Der macht zwar kaum was an Schaden, aber zieht eine Rüstung an. Ich würde sagen, wir nehmen einfach den Schadensbonus mit. Auch wenn wir da jetzt nicht so wahnsinnig oft was mitmachen. Dann. Das war Quatsch. Das ging sich hier nur um den Trank Trollblut. Entfernt alle Dot-Status. Den müsste ich mal ausprobieren, aber ich vermute mal, dass das auch nur auf einen geht. Und dann machen wir weiter Intelligenz. Ja. Okay. Die anderen sind okay. Komm, bevor ich das jetzt vergesse, gehen wir nochmal kurz in den anderen Wald zurück. Something new has revealed itself. I think you'll like it. Oh, wieder was Neues. Du lügst! Das ist gar nichts Neues. Ich wollte nochmal hier in den Wald. Flussufer. Ja, müsste eigentlich ja direkt am Anfang sein. Da. I almost feel bad for feeding it those nasty boots. Almost. That should keep its mouth shut. Aha. Ja, danke noch an nochmal an Fritz. Oh, der hat einen Schatz ausgespuckt. Rowan Zauberstab. Kritischer Schaden, 2%, 5 bis 10, ja, also gut ist der nicht. Aber, Achievement, schöner Beutel, den müssen wir auch noch verkaufen. Na gut, dann gehen wir wieder, und jetzt bleibt er anscheinend auch zu. Dann gehen wir mal wieder zurück. Ich hoffe mal, dass ich jetzt nicht was anderes verbaut habe. So. Wieder zurück zum Baum. Eins gibt's noch. So, wie geht's weiter? Oha, ein Rätsel. What a ghastly sight. They don't seem as articulate as their friend in the great forest was. Somehow I don't think feed and pass is going to work for us this time. Aha. Sehr passend.
Besandschild, größeres Zauberbuch. Schutz für diejenigen, die dem neuen Glauben folgen. Macht ordentlich Schutz. Dann kriegt der das, weil es halt besser ist, als das, was er hat. Energie 10%. Frostschadensbonus. Ja, diese ganzen Schadensboni, die machen halt keinen Sinn für mich. Ja, der Schild macht natürlich auch nur beschränkt. Naja, aber der greift halt auch nicht so oft an, also ist schon okay. Oh, da geht's runter. Aua. Okay, da muss man anscheinend was anderes machen. Hat den das jetzt geheilt? Hab ich jetzt nicht viel von gesehen. Aua. Holen wir uns den. Macht das Sinn? Ja, naja. Dann könnten wir. Die anderen sind alle voll. Flanke. Nehmen wir den. Den können wir sicherlich jetzt schon brauchen. Bams. Ja. Naja, eigentlich müssten die halt da jetzt alle abwarten. Ah gut, der vielleicht nicht. Egal. Ja, sammeln wir ein bisschen Mana. Immer auf den kleinen Decken mit Brille. Da ist er weg. Die haben was gegen den. Stay down. Ja. Ich meine, der tut halt nichts. Betäubt. Na, der muss den angreifen.
May your soul find rest in the afterlife. Gold! Okay. Wir haben noch einen hiervon, dann benutzen wir den auch. Was sagt denn das hier? Geheimnisse 1 von 2. Karte erst 71%. Aha. Das sieht ja nach einem richtigen Raum aus. Aha. Ah, okay. Da muss man die Säulen dann so umstellen, dass man da entsprechend durchlaufen kann. Na gut, das ist ja dann kein Dingen. Na, der war ja eigentlich schon richtig. Außer, dass uns einer fehlt. Da muss ich mich oben nochmal umschauen. Eventuell gab es dann da nochmal einen anderen Weg. Der kann ja aber dann eigentlich nicht in der Mitte gewesen sein. Look up. We're in the belly of the beasts. I feel we can do something with these logs. Ah, so instead of feed and pass, it's tree and pass. Brilliant. Yeah. Ich mach das jetzt einfach mal dahin, damit ich da mehr Bewegungsfreiheit hab. Dann können wir zumindest die Seite uns schon mal anschauen. Gegenstand platzieren. Aha. Interessant. Okay, gehen wir nochmal hoch. Aber die habe ich doch zugemacht. Ah, die Anordnung ist anders gewesen. Mhm. Und da hinten ist das, wo man eigentlich weiter muss. Aber dann... weiß ich jetzt trotzdem nicht. Wie wir hier weiterkommen. Sollten, weil über das letzte komme ich nicht drüber. Naja. Also der Gang ist da reingekommen. Und jetzt habe ich quasi die Frontseite gemacht. Dann, da können wir ja auch hin. Dann fangen wir da an und machen das dann durch.
Moment, das war... Hier. So. Jetzt gibt's hier trotzdem noch diese Stelle, wo man irgendwas platzieren können soll. Okay, das schreibe ich mir aber mal auf. To-do. Weltenbaum. Unten bei Säulen hinter Säule in Ecke Ding platzieren. Was auch immer Ding ist. Die Kiste kann man ja auch nicht schöner darstellen auf der Karte. Die ist halt so halb. Is there a name for the fear of walking over sharp planty? Because I think we all have it by now, right? No. Just you. Ich könnte halt das umstellen und dann quick traveln. Und dann könnten wir das runtersteigen. Also wenn wir hier nochmal das letzte Teil zum Rasten finden. Die kennen wir doch auch. Compo scouted ahead for the group. And caught glimpse of a curious sight. A bright glow in the distance. It was a girl? Hello there. I come in peace. If I may, who are you? Can it be? Yes, hello, Compo. You are just as he described. He? Who? Gunzel, of course, your former master. Taltos to the mighty Attila himself. Those days were well past him when we met. But yes. I am Chila. I come from the sky. For you require the aid of the heavens. All of you. That's certainly where we aim to be soon. We are honored to meet you, Chila. I would have joined earlier, but the dragon and his forces complicated matters. You saw the dragon? He was here only a day ago. He confronted me at this location, as though he knew my objective to meet you. When I asked what he knew of the Sun King's disappearance, the dragon claimed full responsibility, then proved it by displaying Napkirai himself before me. The Sun King? Was he alive? Yes, but powerless in the claws of the dragon. He left me alone against five of his underlings, all out for blood. I dealt with them, and have spent the time since recuperating. I am ready to fight once more, and if you will have me, I will complete my mission to aid you. A gift from the gods. How can we refuse such an offer? I didn't want to admit it, but I could use some help guiding everyone up the tree. Your arrival is most welcome. Mhm. Neuen Charakter. Zilla. Okay, und wir haben hier irgendwas... ja.
Xylla, ein Stern vom Himmel, aber in menschlicher Gestalt. Von einem Taltosch geschickt, um die Suche seines ehemaligen Schülers Campo zu unterstützen. Das ist nicht die Art von Behauptung, die ich normalerweise ernst nehmen würde. Aber es ist auch eines der normalsten Dinge, die ich in den letzten Tagen gehört habe. Ich habe bis zu unserer Konfrontation mit dem Drachen meine Zweifel an Xyllas Geschichte. Es besteht kein Zweifel daran, dass es sich um Sternenlicht handelte, das sie aus ihrem Körper ausstrahlte, um unseren neuen Gegner wegzuschicken. Selbst wenn ich die Augen geschlossen hätte, hätte es mich fast geblendet. Sie wirkt eher ruhig und manchmal, als ob ihr Kopf im Himmel wäre. Eigentlich ist es typischerweise höher als das, nicht wahr? Also schätze ich, dass das Sinn macht. Was? Naja, ich habe versucht, Geschichten aus meiner eigenen Vergangenheit an Xylla weiterzugeben und sie hat mich oft mit der nächsten Sache, die ich sagen wollte, unterbrochen, bevor ich es tatsächlich gesagt habe. Sie hat mich auch angeprangert, wenn ich die Wahrheit ein wenig gedehnt hatte. Ich habe oft in den Nachthimmel geschaut und mich über die unzähligen Sterne vor mir gewundert. Und jetzt weiß ich, dass sie zurückblicken. Genau. So, was ist denn das hier? Keine Ahnung. Die hat bestimmt irgendeine neue Fähigkeit. Da geht's runter. Da ist Brennholz. Gut, dann nehmen wir die Kiste noch mit. Oh, Holzschild. Juratsäbel. Holzmaske. Holzschild. Ja, das kann man auch brauchen. Dann können wir den neuen Schilder direkt wieder austauschen hier. Betäubungsresistenz 5% und ansonsten 14, 3, 10. Das scheint aber ja insgesamt schon dicker, besser zu sein. Ja, mach mal. Und der Jurat-Säbel, der ist jetzt auch nicht übel. 4 bis 11. Den können wir aber auch hier brauchen. Mhm. Hm. Könnten das auch hier austauschen. Weil dem seine Waffe halt jetzt nicht so wichtig ist. 4 bis 10. Hat halt eine höhere Crit-Chance. Soll ich das austauschen? Ja, mach mal. Es ist zwar nur minimal. Ja, wäre passiv besser. Wegen Agilität. Zusätzliche Angriffschance. Macht halt überhaupt keinen Schaden. Ja, die zusätzliche Angriffschance ist bei dem ja ziemlich sinnlos. Fällt mir so gerade ein. Wenn der das meiste zaubert. Er hat halt auch wenig Punkte da drin. Ja, ist schon okay. Gut, dann werde ich... Ich werde jetzt hier mal gerade ausprobieren, ob wir da irgendwas machen können. Ne, können wir nicht. Gut, dann werde ich auch hier speichern, einen Schnitt machen und dann werden wir beim nächsten Mal da reinkrabbeln und uns auch die Dings ansehen, die jetzt hier erstaunlicherweise gar nichts gesagt hat. Da sitzt sie. Und dann schauen wir mal, ob wir vielleicht wieder einen Charakter austauschen. Aber bisher, also hier bin ich eigentlich ziemlich froh. Also mit der Gruppe bin ich eigentlich ganz zufrieden, muss ich sagen. Der könnte vielleicht ausgetauscht werden. Die ist super stark wegen dem Dings, wegen dem Schatten. Den können wir sowieso nicht tauschen. Da müssen wir mal gucken. Also gut, schauen wir beim nächsten Mal weiter. Bis denne.